Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch mein Rezept gefüllte Champignons. Dazu brauchen wir entweder 7, 8 große Champignons. Wenn ihr diese nicht findet, dann könnt ihr auch kleine nehmen, dann würde ich 10, 12 Stück nehmen. Also am besten sind diese großen dafür geeignet. Dann eine große Zwiebel, klein geschnitten. Eine halbe rote Paprika, eine halbe gelbe Paprika, auch klein geschnitten. Petersilie klein geschnitten. Eine Zehe Knoblauch zerdrückt, Salz, Pfeffer, Thymian und geriebener Käse brauchen wir. Ich werde die Champignons nicht waschen, einfach den Stiel abmachen und dann abziehen. Das ist am besten. Und die Stiele, die bitte nicht wegschmeißen, die brauchen wir nachher für die Füllung. Ich habe die Zwiebeln, Knoblauch und Paprika klein geschnitten in Olivenöl angebraten und habe dann ein Champignon klein geschnitten, von den anderen getrennt. Und die Champignonstiele, die habe ich auch aufbewahrt. Erstmal die Stielenden abgeschnitten und den Rest nochmal klein geschnitten. Und das gebe ich dann jetzt zu den Paprika und Zwiebeln. Bei den Zutaten habe ich euch vergessen zu sagen, dass wir auch noch einen Esslöffel entweder Schmelzkäse oder Frischkäse brauchen. Ich habe jetzt Schmelzkäse genommen, so ein Dreieck. Ihr könnt aber auch Frischkäse nehmen, entweder Kräuter oder Sahne, wie ihr möchtet. Und meine Kräuter kommen noch mit rein. Und ganz zum Schluss kommt dann Petersilie. Also jetzt könnt ihr auch das Herd ausmachen. So, ganz zum Schluss kommt noch geriebener Käse drauf. So, ich werde dann meine Champignons im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad ca. 15 bis 20 Minuten noch backen. Die Champignons sind raus aus dem Ofen, die habe ich ca. 20 Minuten drin gelassen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.